So, dann fange ich jetzt aber an zu kommentieren an der Stelle. Moin und willkommen zurück zu der nächsten Uncut-Runde. Heute Duos auf Fortune's Keep, weil der Chat sich das gewünscht hat. Und wir sind nicht alleine, sondern es ist noch ein Spezialgast dabei. Wer ist denn dabei hier? Hallo, hallo, hallo. Ich bin's. Warte, ich lass mich jetzt ausklatschen direkt, ne? Du lässt dich aufklatschen und drückst dich auch raus direkt. Okay, ich bin's. Und jetzt musst du mir sagen, wann du mir zuschaust. Okay, warte. Wann du mich siehst. Und dann mach ich Arschbombe ins Wasser. Jetzt. Oh nein, du respawnst doch, glaube ich, noch. Nein! Das ist so ass für dich, dieses Game, dass das 14 Sekunden dauert, bis du mich siehst. Aber ich kann mich jetzt direkt runterklatschen lassen. Ja. Oder nicht? Mach einfach. Es ist so dumm, es dauert so lange. So, wem schaust du zu? So, warte, es lädt. Wir schauen safe unterschiedlichen zu. Das wird schon. Ist auch nicht so schlecht, Doppelt-Gameplay. Attack mit K, schau ich. Ja, genau. Zwei Leute, die wirklich komplett keinen Anker im Klartek haben. Ich seh's! Ich seh's! Vielleicht ja trotzdem, die Anker spielen. Die haben es nur vergessen. Nee, weil. ich glaube nicht. Aber ich bin sehr gespannt, weil, also was ich hier gerade sehe, ist, sitzen einfach auf Lighthouse drauf. Boah, und er hat so das dicke Scharfschützengewehr gefunden. So die Freeline-Sniper. Oh, das ist ja so bodenlos, was ich da wieder sehen muss, ne? Ja. Oh nein! Ich wurde heute schon zweimal aus diesem Turm rausgeholt, deswegen das weckt gerade die Aggressions in mir, ja. Hab da, glaube ich, noch nie getötet von. Nee, irgendwie glaube ich noch nie. Oh, der hat gehittet. Oh, boah. Ich glaube, du stirbst so, ne? Da wäre ich sauer, ja. Wäre ich sehr sauer. Oh, das ist auch wirklich ein super Spielstil da von den Kollegen. Das geht ab. Kanister bitte abschießen. Das würde ich sehr fühlen, ja? Oh nein. Oh, Tina, so. Ja. Und er jetzt auch raus. Raus. Yeah, weg die Sau. Yeah, yeah. Terroratze mit dem Kill an All Eyes on Me. Ja. Ja, aber er wird so halt überleben, weil er hat auch noch Self. Das heißt, Teammate kommt wieder. Bodenlos. Und vor allem, hier kannst du nicht durch dieses Betonding da schießen. Also, wenn du aber dich hinlegst, dann kannst du nicht sterben. Das Einzige, was halt, wenn er nach vorne geht, da stehen dann noch die roten Kanister, ja. Das wäre geil, wenn den jemand abschießen würde. Ja, die bleiben halt, das sind halt wirklich so Spieler, ne? Die bleiben jetzt das ganze Spiel dort. Ja. Oder? Was sehe ich? Er bewegt sich. Christian, ist das der Play? Das, nein, bitte nicht. Wenn er sich da jetzt hochgezogen hätte, hätte ich den Glauben verloren. Nein. Boah, der Überplay, es geht los. Wie finde ich? Wie findest du mit 80 Spielern Extreme? Findest du es gut? 60 Spieler, nicht 80. 60 ist mit Extreme? Ja, oder? Ja. Niemals ist 80. Normal ist 40, 45. Ah. 60 ist, glaube ich, Extreme. Ja. Ich find's schon much, ne? Ich hab's mir so viel gewünscht die ganze Zeit und jetzt finde ich es irgendwie viel. Ich fand's auch viel, aber ich fand's trotzdem eigentlich nice. Bisschen mehr Action, bisschen mehr Rebirth-Feeling, ja. Oh, sein Mate schon wieder tot. Ja. Von Uncut Blackjack, wichtig. Wieder am Kosten. Aber er überlebt hier die ganze Zeit. Ich will jetzt auch eigentlich meinen Zuschauern zuschauen. Ja, guck mal, was er da auch macht, ne? Das ist auch eine Frechheit. Ja, bodenlos. Wie findest du die Map? Ich bin echt ein Fan. Ich finde die Map, ehrlich gesagt, ziemlich nice. Okay. Macht mir Spaß zu spielen. Es ist halt auch was Neues. Mhm. Vielleicht auch deshalb so, aber ich finde es echt geil. Ist eigentlich gut geworden. Ja. Perfekt ist es nicht, aber es macht Spaß. Würdest du sagen, besser als Rebirth oder nur besser als Rebirth im Moment? Besser als Rebirth im Moment. Ich denke auch, ja. Weil es da doch was Neues ist. Ja. Ey, das kann ja wirklich nicht sein. Er croucht da rum mit einem Heartbeat, ne? Ja. Kann mal jemand jetzt ganz kurz hier wirklich, der im Stream zuschaut, kann jemand kurz wegknallen? Any Stream Sniper, please. Oh, legendäre Combo hat's gemacht. Ich fass es nicht. Legendäre Combo. Nee. Seit Beginn an der Uncut-Runden spielt er mit, immer mit Feini im Clantech. Und dann habe ich jetzt gerade gesagt, spiel doch bei den Feini-Runden mit Feini im Clantech und bei den Uncut-Runden mit Uncut im Clantech. Und jetzt hat er es gemacht. Ich fass es nicht. Oh, so muss das doch sein. So muss es sein, ja. Ist ja hier bei den normalen Runden ist ja keine Competition. Ja. Digga, die essen wieder auch noch bodenlos. Ja, oh mein Gott. Und der Teammate ist schon wieder tot. Ja, der Teammate ist heute, der kostet. Das sehe ich aber auch, was ist das aber für Gameplay? Auch null Schaden. Guck mal, ah nee, Quatsch, das ist ja unser Schaden, aber ich weiß nicht. Null Schaden! Warte, ich muss einmal kurz rüberdingsen. Ja, geht ja nicht erst, ja. Ob der Kills hat. Ja, wenn er wieder da ist jetzt. Er hat safe keine Kills. Er hat keine Kills, ne, er macht ich auch rüber. Ich will jetzt auch ihm zuschauen. Komm, ich guck jetzt mal eh zu, was er da macht die ganze Null Kills. Zeit. Null Kills. Aber er hat sich Hauptsache den neuen Skin da geholt. Ich fühl den aber auch, muss ich sagen. Ich fühl den auch, ja. Wie hat er das überlebt? Er ist aber wieder tot. Er hat fast Karma bekommen, er wurde fast auch gesniped. Mann, ey, wirklich. Voll leise, du Hund.
Mann. Nein. Macht das Spaß? Das wissen wir auch nicht, ob das Spaß macht, so zu spielen. Ich weiß es nicht. Guck mal, Mann, attackt Vita, Vitka, wie auch immer. Bitte, huntet den mal jemand, wirklich. Euer Kopfgeld jetzt. Ja, genau so. Ja, weg die Sau. Mal, da kommen sie. Oh ja, da kommt das Einsatzkommando. Da kommt das Einsatzkommando. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Das dauert jetzt nicht mehr lange, bis es hier kracht. Nein. Das kann nicht sein. Nein, ja, richtig. Weg die Sau. Blackjack, das ist wichtig. Weg die Sau. Jetzt nur noch hier. Blackjack zu? Nee, All Eyes on Me kommen wir jetzt noch zu, weil er hat ja überlebt. Aber der wird jetzt gleich wieder sterben. Und der stirbt die ganze Zeit schon. Er ist alive. Zwei Sekunden, sein Team ist wieder da. Oh, ey, Mann, so pain. Aber die sind halt auch immer split, ne? Das ist ja, die kann man nicht töten. Die gewinnen die Runde. Die holen die Runde, safe. Nein. Die Life Marks, die wichtigen Life Marks. Ja. Oh nein, das sind halt so Feierabendspieler, ne? Sonntagsgamer. Ja. Was will ich sehen? Wichtig, ja. Any Stream Sniper? Vor allem Uncut-Runden sind so vergeekt immer eigentlich. Und das ist jetzt das, was wir hier sehen, irgendwie seit 5 Minuten. Ich glaube, das ist fast dann so zu vergeekt. Die sind wahrscheinlich da oben, sich alle die Köpfe am Einschlagen. Ja, yeah, genau. Das funktioniert halt jetzt auch, wie die so spielen jetzt. Genau. Boah. Oh, bitte sei gut. Also All Eyes on Me. Auf jeden Fall shaky Shots gehabt gerade. Ja. Oh, jetzt sind sie zusammen. Das könnte zusammen. Die Chance sein. Ja, aber die campen halt auch krank. Oh, oh Gott. Mit aufgelehnter Waffe. So bereit da. Oh, aber Attack Vita One-Shot, beziehungsweise Weak. Das sind halt die Anaya-Lobbys, ja. Boah, Kracher. Sehr gut. Kracher Nummer 1 und Kracher. Oh, komm schon. Bitte Kracher Nummer 2. Oh nein, er hat ihn geholt. Da kommt noch einer. Oh. Kracher Nummer 2, komm. Ja. Ich glaube, das war's, ja. Ich glaube, wir haben's. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, es ist durch. Blackjack. Die haben die so gehuntet, ne? Kuss geht auf wirklich. Und jetzt werden die gehuntet. Ich hoffe, wir gucken jetzt den gleichen zu. Weil das. Oh nein, jetzt wurde der getötet. Das Spiel ist so verwirrt jetzt. Oh, bei mir ist es immer noch am Laden. Ja, bei mir auch. Nächster Spiel. Ich glaube, wir gucken uns jetzt ganz, ganz, ganz verwirrt anderen Leuten zu. Hauptsache keine Kämpfe. Heul leise, du Hund. Ja, let's go! Und der hat den Tier wieder gekauft, oder wie? Oh, hä? Der Schlussverkauf war free, ne? Ja, nee, ist doch nicht free dann, oder? Glaub ich, oder nicht? Nee, ist nicht. Nicht mehr free? Nee, es kostet, glaube ich, 2.000 sogar. Oha, ja, okay. Ja. Aber es war an der Stelle ein guter Call, weil er ist gestorben jetzt. True, ja. Blackjack ist so weit out of map gespawnt oder so. Ganz komisch. Kommt dir das auch manchmal so vor? Ich weiß nicht, ob das nur bei Fortunes ist, aber dass man die Zone fast gar nicht mehr sieht auch, ne? Ja, das ist ganz richtig schlecht. Komisch. Manchmal, ich fliege irgendwo hin, wenn ich respawne und auf einmal ich bin mitten in der Zone und ich hab's halt einfach nicht realisiert. Oh. Lag. Any schießen? Ah, das ist ein Boss. Das ist ein Floyd. Oh Gott. Und oben geht er und tot und wird. Nee, kein Fünfer, onstream. Legendäre Combo mit Uncut. Richtig. Fabkus noch drin, so, als ob. Ist es mittlerweile so, dass du deine Leute auch so wiedererkennst? Wieder, ja, safe. Ne? Spielen so sehr oft die gleichen Papa, mit. Immer, die kennt man dann, ja. Das ist kleine Family da schon. Mittlerweile. Ja. Aber es gibt auch so diese kleinen Geeks, die sind so überall. Egal wer Customs macht oder so. Ja, unten, ja. Ne? Die siehst du wirklich überall. Ich lieb das immer. Nice. Ist auch nice. Leute, Uncut Socke. Und 13417, auch wichtiger Clan-Tag. Was erklär? Ist ein neuer Insider tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich den so erklären sollte oder nicht. Nicht mal mir. Na, die halt eigentlich schon, aber dann erkläre ich es auch gleichzeitig dem Stream. Ich habe eigentlich gesagt, das ist eigentlich für Legenden, die ganz früh im Stream heute am Start waren. Okay, ja, dann muss ich mir später erklären. Dann bleibt's. Ja, aber eigentlich auch ein bisschen unkorrekt, da jetzt einfach so eine große Sache draus zu machen, oder? Kann natürlich auch sein. Okay, dann erkläre ich es jetzt noch einmal. Okay. Wir haben ja uns den Spaß draus gemacht, beziehungsweise Phil hat angefangen mit 1 für Ja, 2 für Nein, 3 für Chris ist eine Nutte. Dann habe ich das einfach übernommen. Bei mir im Chat, wenn die Abstimmungen sind, sage ich dann auch immer 3 Phil ist eine Nutte. Dann habe ich angefangen mit 4 StuGex cheated und einmal haben mich die Leute gefragt, wie alt StuGex eigentlich ist. Dann habe ich es beantwortet und eine Minute später hat noch jemand gefragt, wie alt ist StuGex? Und dann noch jemand. Ich sag, soll ich mir jetzt mit dem Edding auf meine Hand schreiben oder was und immer in die Kamera halten, dass er 17 Jahre alt ist oder wie? Und dann haben alle gesagt, ja, mach das. Und dann habe ich das gemacht. Und deshalb 1, wenn man quasi zustimmt.
und 3 Phyllis und Nutte, 4 Stukex cheated und er ist 17 Jahre alt. 17 Jahre alt, okay, und das ist, okay, okay. Dann hast du alles abgedeckt. Damit hat man alles abgedeckt. Deshalb immer, wenn man jetzt was in den Chat fragt, dann schreibt einfach jeder 13417 und jeder weiß Bescheid. Okay, das ist ein wichtiger Clown-Tag. Da ist wirklich alles abgedeckt. Alle Fragen des Lebens quasi. Alle, ja genau, das ist so, da gibt es dann auch keine offenen Themen mehr, das ist alles geklärt. Ja. Alles ist abgedeckt und alles ist geklärt. Den muss er mitnehmen eigentlich, wichtig. Hat er liegen lassen. Wen, ein bisschen Pain. Ah, du schaust hier Ding zu. Kack. V-Kack. Kack. Ja. V-Kack. V-Kack. Kack, ja. Sein Teammate hat übrigens, De Socke hat 0 Kills. Oh, Kack, okay, hat 10 Kills. Okay. Ja, er ist echt ziemlich cool. Wir gucken Kack zu. Ja, guck ihm mal zu. Oh Gott, ist er wieder runter. Ich habe so lange gebraucht, bevor dies, bis ich gecheckt habe, dass man alle diese Ranken immer hochklettern kann, ne? Ja, das wusste ich tatsächlich. Das wurde uns in dem Briefing erzählt. Das war geil. Ah, du hast ein Briefing bekommen auch noch von Fortunes. Oh. Ja. Voll geil. Seitdem ich da eingeladen wurde für dieses MW2-Event, also wo wir dann halt on-Ding in diesem Zoom-Call waren mit den Entwicklern und sowas. Seitdem werde ich immer. Das war geil, ja. Aber seitdem werde ich da immer eingeladen. Auch so zu neuen Seasons und sowas. Das ist eigentlich geil. Richtig. Und da. Ja, kriegen wir die ganzen Infos da dann immer früher. Das ist echt geil, muss ich sagen. Da fühlt man sich sehr geehrt. So, da fühlt man sich einfach auch belohnt. Safe, safe, glaub ich sofort. Dass sie auch so dankbar sind, auch für den Content, den du machst und so, ne? Ja, aber gut, das war halt davor nie. Ich habe nämlich immer noch keinen Creator-Code. Oh Gott. Oh, Socke tot. Halt, du bist Papkus. Halt auch, das hab ich letztens auch zu Chris gesagt. Oh. Das hab ich ja letztens zu Chris gesagt, du bist halt auch so der, deswegen auch zu Updates und so, was guckt man? Man guckt halt Chris, weil du bist halt so der, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so die Tagesschau für Warzone quasi. Die Tagesschau für Warzone. Ja, hab ich recht, hab ich recht. Ist so, wenn man irgendwas wissen will, dann weiß ich nicht, ob das die Tagesschau ist. Doch, irgendwie schon so im Aber, ja, danke. Danke, danke. Die Tagesschau für Warzone. Lieb's. In die Farbkurs-Gameplay jetzt? Die Farbkurs-Gameplay würde ich jetzt fühlen. Oh, der wird so zittern, ne? Nur noch 3 Teams. Ja, ich finde das immer krass, wenn du in diesen Meetings bist, kriegst du dann immer gesagt, so, wann du auch bestimmte Sachen droppen darfst und so, wann ja. du darüber reden darfst, klar, safe, ne? Ja. Schon verrückt. Er weiß geil, einfach ja. Dinge vor uns. Mhm. Ist geil. Ja, neben ihm war ein mobiler Shop. Ja, ich hab's auch gesehen. Er hat jetzt schon zweimal einliegen lassen. Entweder will er den nicht. Boah, Socke wird wieder gekauft, nice. Boah, wichtig. Ach, sind nur noch 6 Leute in. Ah, ne, es sind. Ja, logischerweise. Ist ja Duos, ne? 2 ja. gegen 2 gegen 2. Alle Teams full alive. Aber Socke wieder out of zone geflogen. Ich fühle ihn so sehr, ne? Mit ja. ständig. Die Frage ist: Ist Fabkus Team da noch alive? Ist das Fabkus Team? Ich denke schon. Ich denke. Oh, aber nice Shots von Kack. Ne, Reekens. Reekens ist, glaube ich, geholt? Socke hat ihn genockt. Socke hat ihn genockt, ja. Richtig. Genommen. Er hat ihn genommen. Das erste deutsche Fernsehen mit den Warzone-News. Ja, ich schwöre, ja. Aber wirklich. Dong. Das will ich das nächste Mal im Titel sehen, wenn wir abgehen. Oh, Kack. Kack überlebt. Aber Kack hat keine Platten mehr. Wer ist das bei Socke? Fabkus! Team Fabkus ist da rechts. Und links ist das Team Reekens. Aber die sind noch zu zweit. Team Fabkus hat Posi gegen beide. Oh nein. Wie er ihn noch genockt hat. Nein, wer gewinnt? Ich glaube, das sind. Sind das Julia und Fabkus? Ja, es sind Julia und Fabkus. Fabkus ist last alive. 1 gegen 1, glaube ich. Oh Gott. Nee, 1 gegen 2. Aber der eine ist genockt. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Berg Fallout gegen Fabkus. Okay, ist jetzt gestorben. Jetzt ist es ein 1 gegen 1. 1 gegen 1. Guckst du auch Bergfallout zu? Ja, leider. Oh, und da kommt der Push! Da kommt der Kusch! Der Push und Fabkus! Nein, hat so bessere Posi eigentlich gehabt. Aber Fabi hat Zitteranfall gehabt, safe. Fabi hat einen Zitteranfall, hat alles daneben geschossen. Oh nein! GG's. So ein Turn hat aber verteilt hier, das war nicht schlecht, war echt gut gemacht. Da war der Kusch. Kann Push sagen. Einfach Mango-Kusch. Aber dann ja, GG's. Das ist auch ätzend mit dem Fenster da. Mhm. Der arme Farbkuss. 1, 3, 4, 1, 7 im Clown-Tag, wichtig. Also mit Reekin, ne, Uncut. Ja. Man sieht, wie er schwitzt, ja, da ist er kurz shaky geworden. Ja. Die sind alle machst so du immer ohne Regeln? Das ist einfach, können alle machen, was wollen. Ja.
verhältnismäßig wenig Rocket Launcher und sowas gesehen. Kann das sein, dass du Ingame-Shit aus hast? Ja. Wieso? Was ist passiert? Was habe ich nicht gehört? Ja, doch, das Alter passt. Und du bist gestorben. Hallo, Annika? Hä? Alles gut? Hast du nicht gerade so och gemacht? Ja, gestorben kurz. Red Bull kurz fast. Oh. Du hast tatsächlich John Cena verpasst. Diesmal klatsche ich zuerst auf. Okay. Okay. Geh du am besten schon mal so knapp übers Wasser oder so. Dass du dann. Aber nicht. Das ist auch noch so, wo du bist. So stirbst du auch jetzt. Kann ich doch, oder? Noch nicht, warte mal. 10 Sekunden. Also so, sei ready zum gleich sterben. 8, 7, 6, 5. Töte, schnell. Ja! Geil. Schnell, super schnell getötet. Sehr, sehr gut. Okay, let's go. Mit wem schauen wir jetzt zu? Ich sehe ganz komische Dinge von der Map gerade. Ah ja. Uncut Van Heder. Jawohl, sehr gut. Und Paladin. Actually auch huge Spieler. Kennst du den? Ja, ja. Ja, der ist wirklich richtig, richtig gut. Der ist richtig gut. Ja. Da switch ich jetzt direkt auf ihn drauf. Er landet auch direkt auf einem. Ja, let's go. Oh, aber. Ja, doch. Oh, let's go. Nice. Dein Mate hinter ihm. Oh, diese roten Kiste mit Pistol, ne? Das hat mich heute wieder so aggro gemacht. Manchmal, ich mach so 3 rote Kisten auf 3 Pistols. Nerven zusammen. Ja. Ich wird gerade im Chat geschrieben, du sollst mal Oggi und die Kakerlaken-Intro machen. Ich? Oh, ich kann das ganz schlecht, ich kann das nicht so gut. Komm, try es. Warte, wie geht's? Soll ich so? Ich kann das niemals so gut wie Chris. Kannst du bitte nochmal machen? Ich will das Original nochmal von dir hören. Also ich kann es nicht so auf Ding, aber du musst so... Die sagen nicht oi, die sagen so sei. Sei, so musst du. Sei. Ich kann halt nicht so tief, ihr könnt halt so richtig so kratzen mit eurer Stimme, das kann ich nicht. Ja, es geht halt mit Frauenstimmen nicht. Das ist auch ein Männerding, glaube ich. Ja, das ist ein Männerding. So richtig basshaltige Stimme, so sei, das kriege ich ja niemals hin. Krank. Aber es klingt sehr süß. Aber sei, ist das, was ich auch verrückt finde, dass das einfach auch eine Serie ist, wo nie gesprochen wurde, ne? Und man hat es trotzdem so enjoyed. Ja. Es gab auch vor viele so Trickfilme damals, die so ohne Reden waren. Auch Mr. Bean auch, ne? Ja, stimmt, Mr. Bean war auch. Ja. Zumindest er hat nie gesprochen. Ich glaube, ab und zu wurde... Ja, doch, es wurde gesprochen. Beispielsweise, kennst du die Folge noch mit dem, mit der Prüfung? Mit den Prüfungen da? Meinst du, reden wir von dem Cartoon Mr. Bean oder von dem Original? Jetzt reden wir gerade von dem Original. Ja. Oh, das weiß ich nicht mehr. Nein! Annika! Das ist doch, sag nochmal. Ja, diese Prüfungs... Doch. Oha. Die gibt's auch. Oha! Das ist ein kranker Finisher. Der ist aber wirklich krank gewesen, ja. Auch mit dem Skin sieht es so geil aus. Hm. Doch, ich weiß noch, das gibt's auch als Cartoon, die Folge. Echt? Wo er mit dem Auto zu der Prüfung muss, oder nicht? Ist es nicht das? Ich, keine Ahnung. Hast du die Cartoon-Serie so gesuchtet, oder was? Ja, komplett. Da bewegt sich was. Ja, ich hab die Cartoon-Serie habe ich nur ab und zu geschaut. Aber die richtigen Spielsachen, also Spielsachen, was? Spielfilme so mäßig, die habe ich komplett gesuchtet. Fanden wir alles dahin. Ich auch. Ich hatte die auch so richtig mit meinem Papa zusammengeguckt. Ja. Wo er die ganzen Sachen rausholt, genau, ja. Wo er dann noch über die Zeit hinausschreibt auch. Und bei seinem Sitznachbar die ganze Zeit abgucken will. Oh, jetzt muss ich es unbedingt nochmal schauen, wenn wir so. Ich glaube, es gibt's auf Amazon Prime sogar. Not sure. Alter, das ist wirklich. Er hat irgendwie schon 8 Wurfmesser getroffen und alle daneben. Ich fühle ihn so sehr. Ja. PPG-Wurfmesser. Manchmal ist es eben so on point und die Wurfmesser sind trotzdem irgendwie daneben. Ja, aber nice. Last Bullet dann noch connected. Das stimmt, Tom und Jerry auch, ja. Tom und Jerry auch. True. Oh, so viele Serien eigentlich, ne? Mhm, ja. Popeye wurde auch selten gesprochen, weil außer Popeye habe ich auch geguckt, ja, doch, true. Ja. Und diese alten Mickey Mouse Spielfilme habe ich auch geguckt. Und ich mein Gott, die sind so... Mega nice, aber die geben einem einen ganz komischen Vibe, wenn du die jetzt guckst. Das stimmt. Ich habe die, als ich Disneyland war, liefen die auch in so einem Kino und ich dachte auch so krass, wie man es früher so enjoyed hat als Kind irgendwie. Ja, ja. Das ist aber eigentlich voll, fast schon ein bisschen creepy manche Sachen, ne? Ja. Oh! Alter! Mili so strong! Er hat der hat so geklatscht gerade. Batsch! Backpfeife links, rechts einfach. Oh nein! Oh Gott. Alter. Das ist halt so krass, wie strong das ist, ne? Schlag ist so strong. Rosa-roter Panther stimmt auch, da wurde auch nicht gesprochen. Und Pepperwurst.
Pepperwurst, hör mal auf. Jetzt geht's dir gut. Inter Mailand. Pepperwurst war auch nice. Pepperwurst. Oha, oha, oha. Aber Paladin auch jetzt noch wirklich lange Zeit auch schon alive. Ja. Werden da nicht rausgewiped da. Genau. Die bewegen sich halt auch viel, ne? Das oh. Ich glaube, sein Teammate hatte ihn. Ja. Train relativ gut die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Rechts von ihm mal. Hat er den gesehen? Na, ich glaube, beim Zuschauen haben wir das nur gesehen gerade. Oder wenn man Cheats hat, wie wir halt. Nice. Dead. King Borstel. Sieht ja ihm, da muss jetzt der Trade auch wieder kommen. Oh, ich glaube verschiedene Teams, oder? Boah, okay, die Stun so krass gedodged. Aber wirklich? Boah, krass! Oh, Schäfer. Er ist wirklich krass, hab ich gesagt. Kracher. Paladin ist krass. Da hat auch die eine oder andere Kassenrunde bei mir schon gewonnen. Nice. Wo ist Pepper Wurst, die Maut? Er spielt eigentlich immer, kennst du Scaphology? Ja. Ja, der ist auch richtig, richtig strong. Die spielen oft zusammen. Okay. Ja. Any für Team Uncut einkaufen? Wirklich wahr, ja. Beim nächsten Transfer, Mal. Transfermarkt. Man braucht wirklich so einen Custom-Spieler, Transfermarkt. Ja, das wäre so geil. Alter, wirklich. Das wäre so Wind, Hammer. Ja. Und dann kannst du so ausgeben, so mit Zapfs und alles Mögliche, kannst du ja, dann so zahlen. Ja, so richtig bodenlos, ja. Oder so, keine Ahnung, dann noch so irgendwie ein Host gleich so und so viel Runden und so ein Scheiß. Ja. Und jeder hat einen Marktwert auch. Ja, so. Ja. Oh, nein, beide tot! Oh, aber safe. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Wenn das mal nicht schief geht, weil der links noch kommt. Was ist da explodiert? Ich weiß nicht, ob es eine Essmine war. Was war das da? Irgendwie sowas, muss es gewesen sein, ja. Oh, wenn er kein Safe gehabt hätte, ne? Das wäre einfach ein Double Kill mit der Essmine gewesen. True. True, ja. Aber wie sind die beide. Waren die beide ohne Platten? Ich glaube schon, ja. Ich habe nicht so drauf geachtet, verrückt. Die Dark Matter Tunnel sieht so geil aus, ne? Diese glitcht auf der NZ. So Hammer aus, also die Secondary von, beziehungsweise die Primärwaffe von Paladin, die hier. Oh ja, oh, oh ja, ja. 11 von 10, ja. Wirklich. Ja. So krass. Den hantet er jetzt. Ja, was gut ist, weil während Cluster hört man auch keine Steps so. Oh ja, ja. Kracher. Jetzt ist richtig. Ja, GG's. Boah, die Jungs, ne, die Maschinen da durch, zurück. Die machen das gut, ja. Die machen das sehr gut. Was hat er eigentlich für ein krasses Emblem? Was ist das? Dieses Einhorn. Dieses Einhorn, was da einfach. Wie krank das irgendwie aussieht. Das kotzt auch irgendwie so rum. Ja, ja, ja. Oder es frisst die, oder ich weiß nicht. Oh Mann. Eine Player League mit Website und allem und Ratings, das wäre halt so sick, ne? Das wäre wirklich cool. Ja, ja. Transfermarkt. Ah, naja. So einfach wertig 2 Euro. 2 Euro. Ah, ich kann nicht. Und dann dieses eine Bild, was ich von dir habe als Profilbild. Oh, das ist bodenlos. Das muss ich eigentlich noch einfach so tweeten, ne, das Bild? Nein, das ist wirklich richtig krank. Vor allem, also es ist ja, es ist ein Bild, das gab es ja öffentlich von dir. Das war ja in deiner Insta-Story. Ich habe nur zum falschen Zeitpunkt Stopp gedrückt. Oh, und das war's. Oh nein, das war's. Ah, nee, die haben Respawn beide. Nee, nein, natürlich nicht, Nee, stimmt nee, ja. Nee. Komplett raus. Einmal tot ist ja raus in Rebirth. Der Schwitzer. Stimmt. Und Johnny Sins. Uncut und Feini. Oh, Madkip schreibt hier an der Stelle, 2 Euro finde ich fast ein bisschen viel. Das ist immerhin ein halber Sub. Oh, Madkip, warum bist du wieder so frech? Ja, das ist wirklich so frech. Schön wieder hier meine schlimmsten Momente in meinen Streams benutzen. Ja. Ja, und dann richtig. Schön frech werden auch noch. Asozial. Asozial. Warum hat Johnny Sins jetzt Feini reingemacht? Johnny Sins hat vorhin Uncut gespielt. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht. Ja, da kommen auch die Null Kills her, sag ich, wie es ist. Das ist dann. So passiert sowas halt. Oh, nee. Aber ist ein anderer, mit 6 Kills. Oder ist es ein anderer Johnny Sins? Weiß auch nicht. Frech, ne? Oh, perfekt. Aladdin schreibt, ich raff die Map nicht. Ja, du hast Craig gespielt. Du bist. Ich raff die Map nicht. Also, wenn du die Map nicht raffst, dann will ich nicht wissen, wie du spielst, wenn du die Map raffst. Das freut mich, du die Modi, dass du reingeschafft hast. Dann GG's. Schade, dass du nicht mehr drin bist dann an der Stelle. 2 Euro, aber auch nur die Transfergebühr bei dir. Warum machen die Leute das? Oh, das so? Ist jetzt unkorrekt, ja? Würde ich niemals sagen. Würde ich niemals sagen. Also, ich würde Annika nicht mal kostenlos in meinem Team haben an der Stelle. Aber was hat der für ADHS gerade? Oh, dafür habe ich mich gemutet.
Was hab ich da? Oh, oh nein, guckst du dem zu? Schwitzer? Ja, ich krieg Nervenzusammenbruch gerade bei seinem Keyboard. Ja, glaube ich, er spielt Maus Tastatur, oder? Ja, er spielt safe Maus und Keyboard. Muss. Also er flickt so krass hin und her. Aber wie auch, er gerade an dem Fenster steht mit dieser EZ so. Der Feind ist hier aktiv. Das ist ein bisschen zu viel auch gerade, das ist auch unnötig irgendwie. Ja, er klettert da raus, guckt so eine Millisekunde und geht wieder. Ja, ja. Die Posi ist by the way scheiße, die müssen da weg, ne? Ja. Die müssen ganz komisch. Eine Klasse da draus sitzen, weil da das könnte der Retter sein quasi. Ja, also ich denke, die werden so oder so überleben, weil die werden auf die Range jetzt nicht so krass beamen können, die Gegner. Steppt da jemand? Ich weiß nicht, ob da noch was ist mit dem, ne? Ich glaube, ich habe auch steppen gehört gerade. Oder auch nicht. Ah, stimmt. In der zweiten Runde, die wir gespielt haben übrigens, ist einfach ein Loadout, ein random Loadout, also Uncut-Runde, ist ein random Loadout einfach im Meer gespawnt. Nein, das ist die haben sich, so gefreut, sind da hingelaufen, einfach im Meer. Das ist wirklich... Scheiße. Das ist mir Caldera tatsächlich auch schon... Oh, er findet einfach eine Drohne. Huge. Ja, das ist richtig. Oh, letztes Team, 2 gegen 2. Es ist ja nur noch 2 gegen 2 hier, das ist das Team da oben. Das ist das Team da oben. Wie krass sind die denn jetzt auf einmal gestorben? Guck dir mal. Ja, ja. Vierte Zone, das ist noch relativ groß hier. Was ist das für ein Team? Ich sehe ja Farbkuss und Jules da oben. Ich weiß auch nicht, ob die nochmal in meinen Chat geschrieben haben. Sind das Julia und Farbkuss? Nee, nee, nee. Fabi hat in meinen Chat geschrieben gerade. Ah, oh, schade. Was hat er vor? Was hat er vor? Was hat er vor? Will er den Ballon usen? Ich glaube schon. Ja, mit dem Ballon ins Lighthouse, glaube ich. Ja, die sind doch. Sind die im Lighthouse oder sind die drunter? Nee, nee, die sind. Die sind gegenüber, also noch. Ah, na, Schuckert. Ah, ja, ja. Ja, die sind nämlich da, genau, ja. Deshalb ist es nämlich ein guter Play. Ja, ja. Da hinten dran müssen die sein, ja. Oh, oh, wenn er ihn genockt hätte. Aber die haben jetzt die Time auf ihrer Seite und sie haben noch einen Cluster. Also das muss eigentlich... Was? Ah, Prezi. Aber da ist doch schon der Close jetzt. Hast du gesehen? Ja. Der Live-Marker ist dann nach links unten geflogen. Ja. Aber krass, dass die ins Pushen kommen. Oh gut, die mussten ja auch da oben. Obwohl. Doch, sie hätten da weggemusst. Oh! Oh, da wäre ich jetzt so sauer. Oh, kommt er früh genug die Leiter hoch, ist die Frage. Oh, oh, er kommt weg. Wow. Bist du sicher, dass er schon da ist? Ja, er ist schon ja, ja, er war oben gerade. Er hat schon geschossen auch. Es waren zwei Leute und der eine ist halt schon unten beim Lighthouse gewesen. Alter. Er könnte eine Drohne kaufen gehen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so... Ah. Oh, der erste Knock. Nice. Und es ist ein 2 gegen 1. Damit sollten sie es eigentlich haben, ne? Man weiß aber nicht, dass der Cluster irgendwie... Oh, und der Cluster tötet ihn jetzt. Nein. Nee, nicht nein. Das sind sogar Leute, die haben gar keinen Anker drin. Weg mit denen. Weg mit denen. Raus, raus. Und GGs an Schweizer Johnny Sins mit 0 Kills, glaube ich. Der Schweizer oder Schwitzer? Schwitzer. Schwitzer natürlich, sorry. Ich war dumm. Ich war dumm. GGs. GGs. Nächstes Mal dann ankert in dem Clan, dann klappt es auch mit den Kühls, ne? Ja, richtig. Wichtig und richtig. Ja, der Schwitzer hat tatsächlich. Runtergespielt auch, ja. Ja. Viel runtergespielt. Hatte Johnny Sins jetzt wirklich 0 Kills? Ja, ich glaube, der war mit anderen Dingen beschäftigt bei seinem Namen. Ja. Andere Dinge gemacht. Mit was denn genau, Chris? Erklär mal. Sex. Du hast übrigens immer noch Ingame-Ding aus, weil also. Manchmal, ja, ich beschütze mich immer mehr als nur. Aber jetzt hätte ich es anhaben sollen. Richtige Camper. Die einen diskutieren damit, Camper, der andere macht Uwu. Das ist immer so ein Haufen wirklich da am Ende. Uwu? Was machen wir jetzt, Annika? Wir ficken jetzt. Also die anderen. Oh, ja, shit. Besser ist aber auch, wirklich. Oh, in-game, shit. In-game, in-game. Ja. Ganz komische Aussage da. Ganz komische Aussage. Wo willst du hin? Wir gehen, ich gehe gern zu den Zelten tatsächlich. Da hinten bei Camp? Ja, ja, so Richtung Winery Camp. Ja. Ich finde Winery eigentlich auch nice. Dann lass Winery, lass Richtung hier. Oh Gott. Ja, genau da ist einer gelandet. Ja, ich seh's. In die Waffe finden. Komm, ist auch noch einer.
Hat nicht. Weitergeschossen einfach. Wer bist du? Wer hat weitergeschossen? Ey, Send Nukes. Warum hast du einfach weitergeschossen? Mit Totenstille sogar. Ich will jetzt nicht direkt schon sterben. Oh, wirklich. Man hat mich gesehen. Any Lifestyle in 2 Sekunden? Ja. Back me. Nick ist dann. Hier ist eine kostenlose Maschinenpistole. Oh, es ist viel zu warm hier in meinem Zimmer. Merke ich gerade. Ich hab eine Drohne, ich pop die direkt. Ja, pop it. Hast du eine Platte noch? Any, 2 Platten drum? Was? Was ist die Knallen von uns? Oh, Blixen gefunden. Da liegt ein Lieder in der MP40 in der Hülse. Alles gut. Um. Und nehmen wir auch noch. Oh nein. Drück dir schnell raus, Bist du sicher? Vielleicht kann ich Safe. Oder durch. Safe durch, ja, sorry. Doch, der ist so. Er kommt zurück. Noch einer, die ist zweit. Ich bin wieder da. Was? Kommst du dir runter? Ja, Kuss. Du hast den Schwitzer getötet. Der Schwitzer! Ja, danke für alle Waffen klauen. Kein Problem. Warte. Women. Nachladen. Das habe ich überhört. Unter uns, oder? Ich höre gar nichts, because of the cluster, man. Shipwreck. Nice. Das ist der Teamer vom Schwitzer, glaube ich. Hä? Ja. Nein! Oh, nein! Oh, RIP. Warte mal, war das der Titel? Das war jemand anderes, ne? Noah! Oh, Noah, ja. Schade. Ja, das ist halt kacke, ne? Du ist halt immer instant vorbei. Du bist tot und du bist dann halt tot. Wie hießen nochmal die Jungs von eben? Ja, hier. Die, und, ja. Noah und Johnny Sins. Ach, das ist ja wieder ein Duo auch. Ja, ich dachte, Johnny Sins wäre halt das Duo von Ding. Von dem Schwitzer. Deshalb dachte ich, der kann nicht close sein. Aber die haben wahrscheinlich mit Auffüllen gesucht. Ja, ich denke auch. Bodenlos. Das ist auch nicht Noahs Duo, das ist nicht sein Mate. Ja. Okay, was sehen wir? Aber nur actually good player. Mhm. Nur den falschen Clan-Tag. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist wirklich ein ganz falscher Clan-Tag. Der ist wirklich, da bist du eigentlich irgendwie an allem vorbeigerannt heute, ja. Noah. Bodenlos. Mal gucken, ob der Tag nochmal kommt, wo du deine eigene Uncut-Runde gewinnst. Naja, ich sag's, das ist sehr schwierig, weil auch viele Leute mit Stream gucken, ne? Das heißt, über mich weiß immer jeder Bescheid, wo ich bin eigentlich. Oder viele wissen das. Deshalb ist halt ein bisschen schwierig, die eigene Uncut-Runde zu gewinnen. Ja, du hast halt auch die absoluten Geeks halt auch, ne, da drin. Das ist ja, das natürlich auch, klar, so, ne? Aber gegen Geeks kann man ja trotzdem eine Warzone-Runde gewinnen, so, ne? Ja. Aber vor allem halt dieses so mäßig. Natürlich geiert dann auch jeder auf mich so, ne? Ist ja klar. Das war's mit Uncut Weasley? Oder? Ja, doch. Doch, da war doch noch einer, ne? Nee. Nicht dumm? Nee, das ist rechts oben auf dem Turm. Okay, I see. Der gottlose Turm dann, ne? Den hat's auch wirklich gebraucht. Auf dieser Map. Ich finde den gar nicht so schlimm. Also klar, der ist nervig. Aber da finde ich den Rebirth-Turm viel schlimmer. Rechts in ihm. Oh, nur 15 Bullets. Bitte lad nach. Okay, Roboter. Achso, du guckst bei Ding zu, bei Noah? Ja, ich guck grad Noah zu, ja. Okay, weil Johnny hat jetzt gleich einen Gunfight. Ich guck Johnny. Bin jetzt auch bei ihm. Er ist draußen. Und er kommt rein. Gut gehört. Und wird weggeschossen. Ja, aber mit feinem Clan-Tag müssen wir Auge machen. Nee, ich guck Noah zu. Aber der hat auch. Das sind ja 2 falsche Clan-Tags hier. Ja, die müsst ihr krachen, Chat. Die müsst ihr krachen. Ja, da muss gekracht werden jetzt. Da muss einmal abgeräumt werden. Einmal striken, bitte. Will ich Bowlingkugel reinschmeißen und striken? Ja. By the way, Anton, bester Bowling-Spieler der Welt einfach. Er hat irgendwie 5 Strikes hintereinander gemacht. Da war es ja Anton. Ja, ja. Der ist auch so ein Liebi, ne? Ich mag ihn so gern. Ja, Anton ist echt nice. Nice? Einfach erst Noah nice. Noah down. Oh, da ist noch einer. Ja, Supremacy, wichtig. Oh! Und? Team mit aufweg. Ich sehe halt, ich sehe es nicht. Macht's. Oh, das war's. Tot. Tot? Tot. Wichtig! Falsche Klantext raus. Aber auch keine Uncuts. Echt? Ah, schade, weil Supremacy ist hier gerade bei mir und der... Ah, doch. Ja, nee, Herhard ist, der kann Uncut nicht reinmachen.
Das ist einer der allerersten Uncut-Mitmacher. Der macht S für Stylers immer rein. Weil er so einen Clan-Tech-Bug hat. Ah, oh nein. Ja. S für Stylers geht auch. Aber Herrherd Geek. Herrherd. Herrherd. Herrherd, komm essen! Ja, genau so. Herrherd, komm. Es gibt Rotkohl mit Schweinefilet. Ja, 1-1. Und Kroketten. Kroketten. Das ist so deutsch. Kroketten. Ich hätte gerne Kroketten. Das ist das deutschste Wort aller Zeiten, einfach Kroketten. Es war so tief in meinem Gehirn hinten. Kroketten. Scheiße, die haben mich immer huge. Ja, übel geil eigentlich. Alter, was will ich hier sehen? Bitte, oh mein Gott. Oh nein, voll wenn es da gescheppert hätte gerade. Dein Netz aber komplett gescheppert. Ja, ja, unten. Und der muss jetzt aber. Oh, der kann gar nicht anders als ganz unten rumgehen oder oben rum. Uiuiui. Ja, Supreme ist hier weggekommen. Ja, den Respawn hat er. Respawn hat er. Richtig. Das deutlichste Wort ist Tornister. Das sagt auch nicht niemand mehr. Oh. Wer sagt was? Tornister. Das ist, glaube ich, so ein. Was ist das überhaupt? Einmal für Schulranzen. Ja, yeah, nee, das ist falsch halt auch einfach. Also. Ja, also falsch. Falsch. Ist ja nichts, was du so im Alltag kriegst. Homeparty ist einfach falsch. Homeparty ist wirklich tatsächlich falsch, ja. Das heißt Hausparty. Homeparty. Homeparty. Und dann spielen wir noch Bierball. Wie, oh, der Floyd muss man eigentlich wirklich verbunden für solche Sachen. Floyd muss dann wirklich canceln für sowas auch. Ja. Oh, oh. Wichtiges Abwarten. Oh, ich glaube, aber er hat ihn gesehen. Nee. Oder? Oh, nee. Wem guckst du zu? Supremacy oder Herd? Supremacy gerade. Ich glaube, ich switch zu Herd rüber, weil er ist da am Rand der Zone. Hat sich gerade Lodi genommen. Oh ja, ich sehe. Er könnte ja auch das Big Wild noch nehmen, macht er aber auch nicht. Auch nice Visitenkarte, die ist so irgendwie heftig. Cool aus. Ja, die sieht ganz nice aus, ja. Die habe ich noch nie gesehen. Die ist irgendwie echt cool. Oh, nice. Klettern lieben wir. Oh, geil, das Movement-System. Oh, ah, geil. Oh, nein. Wie gut wie wie. Hat er ihn gesehen da? Ja, ne? Ja, ja. Aber er hört noch andere Steps, glaube ich. Deshalb geht jetzt so rum. Oh, RIP. Ja, schade. Den habe ich jetzt gar nicht gehört. Den habe ich auch nicht gehört. Das heißt Flunky Ball, ja. Nicht Bierball. Oh, ich dachte, du hast auch Flunky Ball. Ich bin so beruhigt. Ich bin ein normaler Mensch, was erwartest du von mir? Ich hab letztens wieder bodenlose Diskussion. Radlertrinker 69. Radlertrinker 69. Ah, nee, um Gottes Willen. Und vor allem die Visitenkarte und das Singer. Scheiße! Alter, das ist ja wirklich der absolute Biertrinker, wirklich. So ein Thorsten, das ist wirklich ein Thorsten. Ja, das ist wirklich ein Thorsten Stefan oder so. Ja. Ach, die zwei, Scheiße, das sind wirklich, in der Schule wurden die Bierbuddies genannt, Thorsten und Stefan. Die Bierbuddies. Und jetzt hier am Sonntag in der Uncut-Runde Radlertrinker 69. Ja, ja, ja. Mit einem Bierchen neben stehen. Er hat auch einen Lifeing, er kommt von links. Allen hat ihn. Wichtig. Nice. Medi. Oh. Das finde ich Dedication, das war ziemlich geil. Er darf auf keinem Oktoberfest fehlen, ja. Das ist auch so einer, der sitzt auf den weißen Gartenstühlen im Garten, weißt du? Ja, ja, diese Plastik, ja. Ja, 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 genau auf den sitzt er. Oh, da fängt es gleich aber, glaube ich, hier an zu krachen. Ja. Ich glaube, die dodgen, oder? Ja. Ich höre Steps. Links, links, ja, ja. Links ist ja dieser Ausgang zu diesem... zu dieser Gasse. Ich glaube, da sind die. Also links, links jetzt. Ja, ja, ah, genau, ja, ja, ja. Wieder Medi. Und wo Teammate? Wollte seine Maps wieder haben. Seine Waffen. Seine Maps. Seine Maps. Sein Speckmäppchen. Könnte auch Papa B sein. Habe ich dir erzählt von dem süßen Ü40-Paar, was ich letztens in Rebirth getroffen habe? War einfach Mama Feigling, hieß sie. Ja doch, mit D-Rock, oder nicht? Genau, genau. Mit ja, okay, ja, dann hat sie gesagt, erzählt. Ihr Mann kommt auch später und die zocken zusammen, wenn die vom Feiern, von der Arbeit rauskommen, nebeneinander an zwei Fernsehern. Oha. Süß. Wenn die Kinder im Bett sind, weißt du, und der Mann heißt Papa Bier und sie Mama Feigling. Ist das nicht der Traum? Das ist süß. Ist ein bisschen zu alkoholisch jetzt für meinen Geschmack. Aber es ist süß, ja. Aber es ist echt gold. Die waren auch wirklich lustig, süß, die waren. Das waren richtige Feinies auch. So mit Herzi hat sie gespielt. Oh, Herzi hat sie auch gesagt. Ich sehe nichts auf meinem Herzi, hat sie gesagt. Eine goldene. Cute.
Never forget. Mach mal fake. Passiert jetzt hier noch was, ist die Frage. Irgendwie ist das sehr slow geworden. Oh mein Gott! Grad, das bringt gerade was auf dem Herzi. Boah, aber nice. Das war so auf dem Herzi. Nice. Das war schon Alarmstufe rot. Das passiert nicht. Rot. Alarmstufe rot. Nein, leerer Plattensack. RIP. Aber er hat noch einen Shop. Radlertrinker, wenn du mich hörst, oh, ruf den Shop herbei und kauf dir Platten. Oder ach, stirb. Aha. Ich werde beschossen. Turm? Ja, ne? Nee. Links unten, glaube ich. Ja. Du siehst das nicht mit deinem 1080p. Das sieht man nur mit 1440p. Ich lasse dich nicht sterben. Das ist ja jetzt sehr unpraktisch eigentlich. oh, they did it. Eine ja. Platte. Einmal, ja, ich glaube, die hören zu. Ich glaube, die hören zu. Oh ja. Hat sie noch zwei Platten? Wichtig. So, jetzt kann er sich hier nämlich Platten kaufen, Drohne. Lin kann sich Self kaufen. Das ist klasse jetzt. Eine Plattenbox sogar gekauft. Ja, auch nicht dumm. Wichtig. Also kriegen die 16 Platten jetzt daraus. Das ist gut. Das ist eine gute Investition. Und rein. Wo rein? In die Olga. Okay, schade. Ich dachte, du sagst jetzt ins Fickmaul. Schade. Oh nee, sowas sag ich nicht. Sowas verlässt meine Lippen nicht. Das hat übrigens jeder falsch verstanden. Jeder dachte, damit meinen wir so irgendwie, keine Ahnung, so halt sexuell gesehen. Aber das hat Nick einfach im Urlaub die ganze Zeit gesagt, wenn er sich was so Fettiges zu essen reingeschoben hat, so. Ja, aber es ist ja trotzdem was Sexuelles. Fickmaul. Ja, aber ja. Auf jeden Fall haben das trotzdem viele so ein bisschen. Nee, das kann ich nicht abschreiben. Ja, nicht ganz, aber wir haben es. Der Kontext ist grundsätzlich ein anderer. Aber bin ich konform mit. Ich mag ja auch ein bisschen dieses Vulgäre. Ich bin ja selber so. Ich finde das in geringen Dosen finde ich das lustig. Ja, ich auch. Okay, Lin muss jetzt hier carryen. Oh mein Gott, ich hab gar nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Warte mal. Radlertrinker ist gestorben gerade. Aber er hat keinen Shop mehr. Ja. Ist er noch ein Shop? Nee, ist kein Shop mehr. Das. Ja. Ah, ist nicht nice. Ah, Paladin mit Anaya im Clan-Tech. Denn los. Das ist wirklich bodenlos. Sie hat es gesagt. Eins gegen. Zwei gegen zwei, ja. Mir wird ja gerade im Chat gebeichert, du hast es schon mal gesagt. Was habe ich gesagt? Rein ins Fickmaul. Nein, das habe ich nie gesagt. Noch nie, sowas will ich nicht sagen. Da wäre ich nicht. Oh, da fliegt einer rechts! Äuglein auf! Hat ihn denn? Oh, er hat ihn nicht bekommen. Nicht bekommen, was schlecht ist, weil das ist ja trotzdem eine 1 gegen 2 Situation. Aber, wichtig. Das ist 9-Inch Deluxe und ich glaube, der spielt mit 8-Inch Deluxe. Oh. Self, wichtiger Finish. Und da kommt der Sim und das ist der Shepper. Und die Exekution zum Ende mit nochmal dem richtig geilen Finisher. Oh, der ist richtig geil. Der Paladin ist geil. Let's go. GG's Paladin. Er ist wirklich so ein Geek, ne? Er ist so ein Hat man gemerkt, Geek. Ja? Hat man gemerkt. GG's! GG's! Auch wichtiger Clan-Tick an der Stelle. Wichtig. Haben die beide Anaya dann gehabt? Dann frech. Nee. Uncut und Anaya. Ja, okay, ist in Ordnung. Da bin ich dann fein mit. Alles ist geteilt. GG's. Da bin ich fein mit. Wir hatten 1 und 2 Kills. Irgendwie Spaß zuzugucken auf Fortunes, finde ich irgendwie, weil es halt nicht so ewig lang dauert und es ist ständig Action. Und es ist noch neu. Man kennt noch nicht ja, alles. Ja, true. Schon neu. Level 224, auch nur Feierabendspieler. Ja, nur Sonntag. Nein, jemand versucht Ding. Okay, na, jetzt geht wieder gar nichts. Nur Sonntag spielt er, ja. Richtig. Du hast ja fast einer versucht, Orgie und die Kakerlaken-Intro zu machen. War's gut? Nee. Oh nein.